So, wir sind wieder da. Ich hoffe, dieses Mal checke ich die Steuerung. Nochmal versuchen. Okay, jetzt habe ich es herausgefunden. Hatte gerade die falsche Taste gedrückt. Entschuldigt, dass ihr das nur mit angucken musstet. Ja, das müssen wir jetzt nicht nochmal haben. Aber ich kann es auch nicht wegdrücken, oder? Doch. So, dann wollen wir mal. Wir waren schon viel früher hier, aber okay. Sorry, buddy. This is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick, though, if I was you. Ja, da ist nichts mehr drin. Habe ich die jetzt noch in der Hand? Ich will mich nicht einfach so mit den Klöppeln. Gut, ich habe den noch in der Hand. Ja, ich weiß. Oh, ein Schlag und der ist down? Nee, doch nicht. Oh, zwei Schläge und er ist down. No! You said you'd free me if I brought him here. My game is over. Kollege. Ah! Fucking hell. Nicht du bestimmst, wann das Spiel vorbei ist, mein Lieber. Das tut immer noch Jigsaw. Ah, entschuldigt. Eben einen Schluck zwischendurch. Wir haben den Schlüssel gefunden. Ist hier noch irgendwas? Ja, da war was. Viele von euch fragen sich, wie sie hier wegkommen können. Die Antwort ist einfach. Findet Detective David Trapp. Tapp, Entschuldigung. Ich habe einen Schlüssel in seinen Körper versteckt. Er ist eure einzige Hoffnung auf Entkommen. Tut, was ihr tun müsst, um zu überleben. Gut. Deswegen wollen sie mich also alle klöppeln. Ist verschlossen. Ah, hierfür brauche ich den Schlüssel. Gut. Machen wir doch. Ich vertraue dem Spiel nicht wirklich. Also ich habe nicht sehr weit gespielt. Und muss sagen, dass ich ziemlich dämlich bin und einfach in das Glitzern reinlaufe. Also ich habe das nicht sehr weit gespielt und weiß nicht wirklich, wann welche Gegner kommen. Jigsaw hat einige Türen in der Anstalt mit Sprengfallen versehen. Drücken Sie schnell die entsprechende Taste, wenn sich der Pin bewegt. Drücken Sie die falsche Taste oder sind Sie zu spät dran, dann müssen Sie mit einer Schrotflintenladung rechnen. Ja, das sind diese Türen, woran gerade der andere gestorben ist. Wir müssen jetzt schnell eine Taste drücken. Und das, wenn möglich, die richtige. Gut. Was haben wir? Bandagen? Nein, die will ich noch nicht benutzen eigentlich. Ich... Was? Nichts gefunden. Langweiler. Hier ist ein Puppe. Bett. Dann ist hier wohl nichts mehr. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich lang muss, würde ich ja genau die Tür dann noch nicht nehmen. Einige verschlossene Türen können mit Objekten, die sie finden, geknackt werden. Okay, dafür brauche ich einen Nagel. Die ist noch offen. Und hier, aber hier ist mal absolut gar nichts. Okay, dann müssen wir wohl hier lang. Entschuldigt. Katzi. Okay, er hat zwar die Kugel entfernt und uns so an Leben gehalten. Oder ich weiß nicht, ob die lebenswichtig war. Keine Ahnung, aber uns dafür halt einen Schlüssel reingebumst. Okay, wir finden einen Nagel. Und eine Notiz. Offenbar warst du nachlässig und wurdest angeschossen. Ich habe deine Wunde gepflegt, du wirst überleben. Und dann halt doch überlebenswichtig, keine Ahnung. Während der Operation habe ich die Gelegenheit genutzt und einen Schlüssel in deinen Körper versteckt. Für dich ist er nutzlos, aber nicht für die anderen hier. Überlebe.
Ich bezweifle, dass irgendjemand die chirurgischen Kenntnisse besitzt, um den Schlüssel aus dir herauszuholen, ohne dich dabei umzubringen. Ja, sehr höflich von dir. Ich benutze mal die Bandagen. Einige Gesundheitsobjekte kommen sofort zum Einsatz, wenn Tab sie aufhält und können nicht wie Gesundheitshypos in sein Inventar abgelegt werden. Ja, das wusste ich schon. Ja, das weiß ich schon. So, dann wollen wir mal... Das muss halt alles... immer an den gleichen Ende muss das... Das Ende muss halt immer gleich sein. So, jetzt habe ich es aber. So, das hätten wir. Öffnen. Entschuldigt bitte, mein Hals ist irgendwie ganz kaputt. So, und weitergehen. Oh Gott. Retten Sie die Frau aus dem OP-Saal, finden Sie den Weg. Ja. Haupt. Habe ich den Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Okay. Dann gucken wir weiter. Ja, lecker. Der hat es nicht geschafft, der Arme. Wie soll er das denn auch schaffen? Verstehe ich nicht. Ah, Entschuldigung, mein Hals bringt mich um. OP-Saal, Operationsräume, Büros. Ach, Kontrollraum, da kann ich auch gucken gehen. Tonband. Not all my subjects protest their games, such as you, Detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own tests. Ja. So, jetzt lesen wir noch Hinsicht. Der chirurgischen Prozeduren in der Whitehurst-Anstalt. Wählen Sie die Patienten gut aus. Ein Patient mit Bisswunden ist nicht so wichtig wie einer, der sofort eine Appendektomie benötigt, was auch immer das sein mag. Bei Wiederholungstätern können Patienten mit Bisswunden auch so lange ignoriert werden, bis eine größere Operation vonnöten ist. Sterilisieren Sie stets Ihre Ausrüstung. Studien belegen, dass nach Operationen in steriler Umgebung keine hohen Antibiotika-Dosen benötigt werden. Und Antibiotika sind teuer. Verwenden Sie Opiate nur bei Patienten, die diese auch benötigen. Einige Patienten mit mentalen Krankheiten reagieren überhaupt nicht auf Schmerzen, was sie zu ihren Vorteilen nutzen können. Ja, um Geld zu sparen. Toll. Tür ist verschlossen. Alles klar. Gehen wir hier lang. Will ich zu den Operationssäulen? Von der anderen Seite versriegelt. Nein, will ich nicht. Dann will ich zu den Restrooms, zu den Klos wohl, glaube ich mal. Mein Name ist Rose. Ich bin 8 Jahre alt. Meine Mami sagt, ich habe Kinderlähmung. Das ist schlimm. Bei mir ist es noch schlimmer als bei Onkel Jack. Er kann immer noch laufen, auch wenn er stets aussieht, als wäre er betrunken. Daher bin ich jetzt in dieser Maschine. Sie atmet für mich, daher nennt man sie die eiserne Lunge. Die Krankenschwester sagt, sie schreibt alles auf, was ich sage, damit ich mein Tagebuch nicht ver... Was? Damit mich mein Tagebuch nicht vergisst. Sie ist meine einzige Freundin. Oh, die Arme. Hier ist nichts drin. Das hatten wir gerade gelesen, oder? Ja. Eiserne Lunge. Hier drin war die. Oh Gott, die tut mir so leid. Wow. Seine komischen Flashbacks sind übel. Da läuft's raus. Hier ist nichts drin. Ja, ich sag ja, ich kenne das nicht so, deswegen gucke ich immer überall. Hier sieht nicht so aus, als... Hier vielleicht noch? Ne. Ja, Töne, ihr seid doch scheiße, ernsthaft. Ich höre mit Headset, ich höre das alles übelst. Öffnen. 3. Ach gut, gerade noch rechtzeitig. The key to survival lies within. Da kann ich die Wand zerklöppeln, glaube ich. Ja, zerbrechliche Wände. Einige der Wände in der Anstalt sind baufällig und schwach. Reißen Sie sie ein, um einen neuen Weg freizulegen. Das mache ich aber jetzt noch nicht, denn ich will erstmal gucken, ob die schöne, schöne andere Tür, die hier auf war. Nein, die ist verschlossen. Okay, dann klöpfeln wir uns den Weg frei.
Sicherung installieren. Ich habe keine Sicherung. Naja. Eine Fallakte, die wir lesen können. Whitehurst Memo, 15. Dezember 1897. Einigen mit gewiss aufgefallen. Was? Das ist. Ach egal. Dass sich die Mauern in einigen Bereichen verzogen haben und in anderen stark einsturzgefährdet sind. Bitte verlegen Sie alle gewalttätigen Patienten aus diesen Zimmern, damit sie die Mauern nicht einreißen und auf diese Weise fliehen können. Der Bauleiter, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, hat mir versichert, dass dies nur aufgrund des sich setzenden Fundaments geschieht. Oh Gott. Ich hoffe, das ist bald vorüber. Daniel Whitehurst. Wand kaputt klöppeln. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Egal, weiter. Hindurchquetschen. So, da kann... Sicherung gefunden. Jui! Ich drehe mich einfach noch tausendmal. Verschlossen. Was zur Hölle hat mir das dann... Ach, leck mich am Arsch, ich verstehe das Spiel nicht. Vielleicht muss ich die Sicherung hier einsetzen. Einen Moment. Ach, so öffnet sich die Tür. Okay, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Und wir haben einen Kontrollpunkt. Ja, einer von denen hat den Schlüssel in. Und wir sehen hier die vier Röntgenbilder der Personen. Und das mache ich eben. Eins. Hallo, ich habe doch eins gedrückt. Arschloch. Eins, zwei. Und wir finden Gesundheitshypo. Wichtig für mich. So, da steht der Name A. Faulkner. Den werden wir jetzt suchen. Martin Johnson ist der Falsche. Tom Robinson ist der Falsche. Arnie Faulkner, da haben wir ihn. Und der hat sogar noch ein Turmband. Detective Tapp will be here soon. Do as I say and place the means for him to continue within the correct body. Be prepared if the detective searches the wrong one. Ja, das ist aber die Leiche hier. So, da hätten wir einen. Den tollen, tollen Schlüssel. Das ist so ekelig, ne? Yet you did not learn your lesson. I'm sorry, okay? I couldn't help it. Of course you could. You chose to let your addiction consume you again and again and again. Ja, böse, böse. Wir nehmen lieber das Rohr, denn das Skalpell kann man nur ein einziges Mal einsetzen und das ist mir entschieden zu wenig. Fernseher, sagst du noch was? Dann nehme ich. Ja, renn neben die Tür her. Ich meine, was ja sonst nichts zu tun. Jetzt sind wir wieder hier, okay? Was heißt wieder hier? Waren wir noch nicht. Hier ist wieder so eine eiserne Lunge. Sie können einige Türen durchdrücken von drei verriegeln. So verhindern Sie, dass die meisten Ihrer Feinde durch diese Tür kommen. Oder durch diese Tür öffnen. Alter, der reißt die auch immer so auf. Mann, pass doch mal ein bisschen mehr auf, ey. Spast, ey. Ich denke mal, jetzt können wir zurück und hier rein. Das war doch der Schlüssel, oder? Ja. Okay, was ist das für ein Typi? Der sieht sauer aus. Und tot. Eieiei, okay. Einige Wege durch die Anstalt sind gefährlicher als andere. Mit Maus bewegen überwinden sie diese Gefahren und mit ihr balancieren sie. Ja, und ich hoffe mal, dass ich das mit meinem Gamepad hinkriege. Oh, Alter! Das war lächerlich. Okay, das war dann aber auch die Antwort, ob ich das mit meinem Gamepad hinkriegen werde. Denn der hat das überhaupt nicht angenommen. Toll. Fliegt er einfach mal runter. Was? Spaß. Manu.
Oh, das ist doch scheiße. Wo ist mein Klöppelding? Mein Rohr ist weg. Ja, ja, lacht ruhig. Mein Rohr ist weg. Ach, scheiße. Ah. Ja, halt die Schnauze, kenn dich. Öffne. Lauf. Jetzt habe ich vergessen, wo ich lang muss. Hier muss ich lang. Was eine Scheiße! Dann kriege ich das mit der Maus wahrscheinlich nicht hin. Ja, ja, kenne ich schon. Stirb. Mit dem Gamepad meine ich. Dann versuche es jetzt mal mit der Maus. Was soll denn das? Kann das sein, dass meine Maus irgendwie zu stark eingestellt ist? Ich habe keine Ahnung. Ich komme noch nicht drüber. Oh Mann. Ja, Leute, es tut mir leid, dass ihr das jetzt auch immer wieder sehen müsst. Aber ich verstehe nicht, was das ist. Liegt es an meiner Maus, dass sie irgendwie zu empfindlich ist? Oder ich habe keine Ahnung. Mann, das stört mich jetzt voll. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, ja, ich weiß. Hä? Junge! Der ist nicht mal gelaufen! Aber ich hab... Hä? Die Maus ist eigentlich nicht zu empfindlich eingestellt. Das gibt's doch nicht. Ich mache noch einen Versuch und wenn ich es dann nicht hinkriege, dann muss ich mir was überlegen. Das ist doch echt dämlich. Ja, mach schneller ab. Das kann ja nicht an meiner Maus liegen oder so. Ich verstehe es nicht. Oh ja, als hätten wir es noch nicht gekannt oder gesehen oder... Ach, das kann man auch nicht wegdrücken. Toll. Ja, tot. Tot, tot, tot zum fünften Mal oder so. So. Ach, ich muss die Maus nach vorne bewegen und mit WASD balancieren. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich vor mein Headset gehauen. Oh Gott, bin ich dämlich. Dämlich, 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 dämlich. So. Toll, ne? Gut, daran hat man mal gesehen, wie dumm ich doch bin. Oh Mann, ey, peinlich. Ernsthaft peinlich. Leute, es tut mir leid. Kannst du sie retten, Detective Tab? Ja, steht jetzt auf dem. Can you rescue her, Detective Tab? Fragezeichen, Fragezeichen. Da kommt nichts hin. Doch, wusste ich doch. Freedom. Ist eine Illusion. Schön. Schön. Mach mal Lichtlein an hier. Wir sind am Kontrollpunkt. Was für mich so viel heißen mag, wie das Spiel laggt. Wir machen einen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, Melly stellt sich dumm bei Saw an und erschreckt sich übelst. Okay, Leute, bis dahin, bye bye.